Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wenn ihr dieses Video seht, dann läuft gerade mein 24-Stunden-Stream. Also lasst alles stehen und liegen und kommt doch einfach vorbei. Wie wäre das denn? Würde ich mich wahnsinnig freuen. Link natürlich in der Beschreibung. twitch.tv/apgjustjohnny. Freue mich über jeden Twitch Prime oder ähnliches. Carina, könntest du kontrollieren, ob beim aktuellen Zweitkanal-Video ebenfalls ein... Schick Carina mal bitte ein Herz. Da bin ich sofort dabei. Kann was dagegen machen, das habe ich auch häufig. Ja, liegt neu installieren, I guess, ne? Ja, das ist völlig in Ordnung hier. Ja, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Das ist Unranked to Master. Ich habe allerdings 4 Bottom Force gemacht, die ich nicht hochgeladen habe. Paper hat mich jeden Monat, dass ich bei Johnny subscribe. Dann laufe ich nicht Gefahr, meinen Prime hier zu vergessen. Der Rico mit dem Power Move. Dankeschön. Ja. Liegt einfach daran, Leute, war jetzt einen Monat raus wegen Corona und Grippe. Und als Selbstständiger ist das natürlich immer eine Sache, wo man sich Sorgen macht. Auch weil die Subzahlen dann natürlich eher ein Flugzeugabsturz sind. Wie gut ist denn Olaf? Egal, wir nehmen ihn einfach mal mit, ne? Versuchen wir mal Winstreak zu spielen. Ob man nur einen Kragas oder so und dann geht's hier richtig rein. Der kann schon was im Early, ne? Wenn der Gegner nicht genug Burst hat. Und dann vielleicht später in Tuyone. Aber ist aktuell immer sehr contested. Müssen wir mal gucken. Oder auf den Bruiser für First. Ist das ein Ding? I'm not convinced. Idee wäre jetzt hier einfach Senna, Jinx dahinter und dann zwei dicke Tanks vorne. Wäre natürlich auch alle Superfans ready. Was kriegt ein Olaf als Headliner? Ich weiß es gar nicht, ne? Ja, ist aber auch nicht playable hier. Fünfkurser Yoda als Carry, oder? Really? Hast du eigentlich in letzter Zeit mal wieder Lost auf LOL? Ja, sehr. Tatsächlich. Kann mir heute tatsächlich League gut vorstellen irgendwann. Aber müsste mich natürlich in die Items nochmal ein bisschen einlesen. Und da ist die Motivation ein bisschen geringer. Remember Your Roots ist schon sehr interessant, ne? Ramping Rhythm, auch nicht so bad. Stax. Hm. So, jetzt müssen wir natürlich eine schwierige Entscheidung treffen. Nämlich, ob wir Olaf durchspielen wollen. Ich sag einfach ja. Weil das ist doch jetzt hier schon mal ein Statement, ne? Das heißt, spielen Olaf Reroll. Mit einer Kay dahinter und dann einfach 6 Bruiser. Warum nicht? Gehen wir für. Weil der sollte, also obwohl wir jetzt natürlich dann oft ein niedriges Level haben als die Gegner, den Olaf musst du erstmal umklatschen. Ne? Also das ist schon eine Challenge. Ich kann überlegen, wer ist denn die dritte Pentakill-Unit? Yorick im Late, ne? Yorick im Late, I guess. 6, 7, 8, 9, 10. Wir würden hier versuchen, Geld zu machen. Aber mit ein bisschen Glück haben wir ja noch ein, zwei Reroller in der Lobby, ne? Der könnte ja so Reroll spielen. Und der Annie. Und dann würden wir uns alles hier gut tun. Na, im Early? Na, ja, ja. Warum nicht? Also ich finde tatsächlich den Remember Your Roots finde ich sehr, sehr attraktiv für Bruiser, ne? Weil die kriegen ja mehr Max Health. Und das kann ja gar nicht so bad sein. Jetzt hat irgendwie der Olaf die Akku von meinem, der Jax die Akku von meinem Olaf da resettet, ne? War mir nicht bewusst, dass der das macht. Der hat 5 Terex, also mit ein bisschen Glück geht der auch nochmal für was. Tarm droppt man später eh nochmal, deswegen gebe ich den jetzt einfach Items.
Heavy Hitter. Boah, Heavy Hitter wäre crazy gut, ja. Ah, daran habe ich natürlich jetzt nicht gedacht. Was ich hier dann spiele, ne? Das wird nicht reichen. Naja, probieren wir trotzdem, ne? Ah, ich gewinne nicht alle Fights. Ich denke, Vex rein wäre besser gewesen. Als zweiter Tarn. Ich bin noch nicht ganz sicher über das Olaf-Positioning, weil ich positioniere ihn jetzt gerade so, dass er als letzter Tank Jakro zieht. Aber vielleicht würde ich, dass er als erster Tank Jakro zieht, damit er lower droppt. Damit er mehr DPS hat. Dann kannst du sowas wie Annie hat ja. Wird ja stärker, je länger der Fight geht. Da wäre es natürlich dann schon schön gewesen, wenn mein Olaf von Anfang an was gemacht hätte. Andererseits macht er halt auch so wilde Sachen, ne? Not too bad. Wenn One Coast Champs in der Lage sind, wirklich schon was zu machen, dann sind sie meistens sehr stark. 2 BFs wäre best, MR wäre second best. Danach wäre probably Sunfire meine Option. Oh, es ist, glaube ich, einfach Sunfire für Tarm 2. Naja. Dann haben wir Double Tarm 2, das ist schon okay. Stellen wir Olaf in die Mitte von denen. Und dann kriegt ein Tarm ein Sunfire. Vielleicht ist sogar Tarm 3 dann, ne? Not completely sure. Hier ist das Sunfire ein Problem, aber ich glaube, dafür gibt es eine Lösung. Da gehe ich aber ein hohes Risiko. Wir machen das trotzdem. Damit mein Olaf nicht vom Sunfire getroffen wird. Okay, der Yuzu-Spieler hat anyway umgestellt, weil das Risiko war, dass der Yuzu sofort meinen Olaf fokust. Und der hat ja einen Execute auch noch dabei. Das kann schon dann unangenehm sein. Aber ist nice, ne? 4 Wins. Den stärksten haben wir halt noch nicht gefaced. Wo schaut ein Elektriker nach, wo genau er das Kabel verlegen muss? Im Wuck. Was ist denn hier los? Fili, warum folterst du meine Mods? Habe ich Kragas nicht gekauft? Das müssen wir fixen. That's a absolutely rookie mistake. My bad. I'm sorry, guys. Das darf mir natürlich nicht passieren, ne? Aber 6 Olaf, 7 Tarms? Oh, shit. Ich stehe terrible gegen den. Meine Bruiser werden alle von der Senna getroffen. Headliner Senna. Und das Sunfire von ihm habe ich auch gar nicht gedodged. Dafür hat mein Olaf jetzt die Senna Ult gedodged. Wie ein absoluter Gott. Was eine Maschine, Mann. Full Win Streak mit Reroll. Ist das besser? Ich würde sagen, ja. Johnny, macht dir TFT noch Spaß oder ist es nur eine Arbeit? Ich hatte eine Phase, wo TFT mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, nämlich während des Challenger-Grinds. Danach hatte ich jetzt eine Phase, wo ich es dann auch sehr satt hatte, aber da darf man nicht vergessen, während des Challenger-Grinds waren 12 Stunden am Tag für mich TFT. Ich glaube, da verliert man immer so ein bisschen die Begeisterung für eine kurze Zeit. Nice, 50 Gold. Na, Crown Guard darf ich nicht bauen, ne? Ich brauche die AP für Karthus.
Das war ja echt bad jetzt, ne? Olaf hatte leider gar keinen Bock. Und wie auch sehr aggressiv jetzt bis 0 gerollt. Wir müssen jetzt eigentlich einen Duplicator aus dem Ding nehmen. Ja, Bruiser 4 probably stärker, ne? Als Pentakill. Aber wobei. Das meine ich. Ja, müssen wir wahrscheinlich nehmen, leider. Das ist ein sehr schlechtes Augment, wie ich finde. Wollte ich nochmal runter vorher? Schon, ne? Ja. Das war richtig. Ja, jetzt ist natürlich aber auch scheiße, dass ich zwei Duplicator hier habe. Ich habe halt leider die Kragasse gesaved gehabt. Aber wahrscheinlich wird es Kragas 3. Ich würde es auf Set 3, aber Set 3 käme halt deutlich später. Aber auf jeden Fall freut mich, dass du hier bist. Ich hoffe, dir geht's was besser. Ich könnte nicht so ganz raushören, ob du einfach... Also vergiftet dachte ich erst, du hättest einfach nur einen Kater und ob es deswegen so ein bisschen... witziger gestaltet meine Antwort. Aber das klang dann irgendwie gar nicht mehr so. Lebensmittelvergiftung, scheiße, Mann. Das ist ja echt scheiße. Dein gutes Durchhalten. Ja, wird sehr schwer jetzt, wenn ich ehrlich bin, weil diese zwei Duplicator sorgen ja dafür, dass ich ohne Gold Augment spiele. Das heißt, wenn wir hier den Winstreak nicht halten können, ist es halt really hard over. Könnte man diskutieren, ob man jetzt hier Set spielt und dann Duplicator auf Nah. Ich denke, es ist eher Kragas 3, ne? Sushi Bowl Lebensmittelvergiftung. Yikes, ey. Andererseits haben wir Olaf und haben 3, also auch ohne Combat Gold Augment. Sollten wir schon was können gerade. Und alle unsere Units profitieren von Remember Your Roots. Ja, das, ich weiß nicht, das Artefakt ist so schwer. Er muss halt 40 Stacks aufbauen, um das Gold zu kriegen. Hier vor dem Meer. Uiuiui. Ja, der wird bei Meer vor mir sein. Ja, der wird aber auch gar nicht. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, man pusht hier Level 6, um Winstreak zu halten. Aber mein Ad ist nicht so sexy, ne? Boah. Unglücklicher Moment, ihn zu facen. Ein Senna-Spieler, ein Roter? Nee, ne? Ja, sehr nice. Hier ist mein Tam Kenshad jetzt optimal positioniert, weil 3 Units um ihn herum stehen. Und mein Olaf hittet sofort seinen Jone. Look at this Tam Kenshad. Hat hier 4200 Damage denied. Optimal. Besser hätte es nicht laufen können. Und so gewinnen wir auf Level 5 gegen jemanden, der Level 7 ist. Ja, auf 7 sind wir dann wieder strong, wegen 6 Bruiser, ne?
Ist natürlich ein bisschen awkward, weil wir irgendeinen von denen dann halt nicht spielen. Aber ich glaube, es wird hier halt Kragas 3 werden. Und den würde ich dann schon zocken, ne? Amumu Two-Star. Aber er hat noch kein Mana-Item auf seiner Annie. Oh. Ach, Gott sei Dank macht Olaf einfach Olaf-Sachen, ne? Maschine, 10er Winstreak, nice. Obwohl es erst sehr awkward aussah nach dem ersten Rolldown. Verfolgst du die Hand bei AM? Natürlich, natürlich. Nicht so aktiv, wie ich wollte, weil ich würde mir eigentlich noch Tickets holen. Aber es war ja genau während meines Urlaubs und dann hätten wir, also es wäre möglich gewesen, aber dann hätte ich immer anderthalb Stunden fahren müssen zu den Spielen. Plus Tickets über eBay Kleinanzeigen und so. Kraut es mir immer ein bisschen vor. Nice. Could be way, way worse. Ja, die anderen, also er ist jetzt sehr strong, ne? Oh, ich hätte natürlich Level 6 gehen müssen. Ah, gegen ihn nicht, ehrlicherweise. Das reicht trotzdem. Jo. Single Olaf kommt bis. Man drückt den Gegner nicht immer so viel. Ja, vorbei, doch. Man kann der Nachteil wäre, dass man nicht so viel Damage reindrückt, aber tatsächlich durch die Bruiser Front dann stirbt ja eigentlich auch niemand. Das wird es nicht sein. Ja. Ich denke, hier muss man leider geduldig sein. Okay, da haben wir positioningmäßig dann auch Dinge zu tun. Ja, auch nicht so bad. Ja, ich hatte, das linke wäre aus meiner Sicht irgendwie so 5% besser für meine Comp gewesen. Aber ich wollte vor allem nochmal rerollen in der Hoffnung, Heavy Hitters zu hitten. Hier ist jetzt schon ein Power Spike drin, ne? Wenn wir das erkitten. Mit bis 30 Gold wäre ich bereit zu rollen. Aber hier weiß ich ganz, was sein Vigo-Positioning hier. Achso.
Stupid. Jo. Oder hat Bock. Ah, haben wir am Ende jetzt gerollt und nur ein Kragas gehittet, aber ich meine, Kragas 3 ist Kragas 3. Schon okay-ish. Hinterkill-Emblem wäre okay, ne? Aber wenn wir nicht kriegen. Ist halt irgendwie mal an Mana kommen für unseren Katus, ne? Der wird ansonsten einen sehr traurigen Alltag haben hier. Alleine als letzter dran zu sein, fühlt sich auch nie geil an. Und zumindest Katus natürlich noch gehittet, ne? Aber jetzt hier ein Zack wäre halt so sexy gewesen. Zacks Bruiser. Natürlich in dem Moment, wo ich den Nas hätte. Passiert sowas hier. Ja. Machen wir so. Junge. Das ist jetzt schon close und das ist Yone 2. Und der hat noch Hearts D drin. Naja, aber andererseits habe ich natürlich auch noch nicht 6 Bruiser. Wird schon nochmal deutlich stärker. Nice, Mann. That's huge. Der P-Unterschied bei Olaf sind. What? 1300. 1200. Bei Tam sind es knackige 1500 mehr. Fifty-fifteen wir hier, ob wir die Akali hätten oder nicht. Bitte, 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 bitte. No, so unlucky. Naja, aber durch das Positioning wird zumindest mein Katus sehr spät von der Akali gehittet. Kriegt also safe eine Ult durch. Wahrscheinlich alles ist, was man sich hier wünschen kann von ihm. Oh mein Gott, ich komme einfach nicht durch, ne? Also gar nicht durch. Ah, ja, bitter. Bitter, bitter, aber hinnehmbar, ne? Na gut. Aber trotzdem bin ich viel mehr drin. Also ich glaube, wenn ich die Akali, wenn ich das 50-50 Akali kriege statt Seraphine, hätte ich es gewonnen. Aber ich bin einfach durch die Nico nicht durchgekommen. Und da wäre das dritte Augment halt viel krasser gewesen, ne? Also, dass der Highest Health Enemy mehr Damage kriegt und das dann spreadet. Das ist halt schon sehr gut, wenn Olaf sich durch so Gegner durcharbeiten muss. Ja, Idee hier ist natürlich mit Legendaries zu enden. Aber, honestly, also Set darf eigentlich nicht gedroppt werden. Ich habe deinen Vigo so was von gesniped. Vigo über Katus und auch ein Edgelord wäre noch gut.
Nee, Spellcrit. Also war jetzt schon okay hier die Items, ne? Okay, das kann man machen. Natürlich schon krass, dass wir es safe verloren hätten, wenn ich Vigo nicht gesniped hätte. Ja, wobei safe ist immer schwer zu sagen. Der Olaf ist halt hart zu besiegen, wenn er einmal Fahrt aufnimmt. Aber Idee ist Level 9 gehen. Nimmt probably 5 Pentakill irgendwie. Schwierig, da die richtige Unit zu treffen. Ja, ist die Zeit, wo man ohne Katus 2 keine Fights hier mehr gewinnt. Ich hätte auf den Zinsgold verzichten können, um mir Level 8 zu sein, aber ich glaube, das ändert nichts. Weil ich einfach keinen guten Ad gehabt hätte. Top 4 sind wir. Nehme ich wieder das 50-50. Der wird eh Last Second umstellen. Ne? Ich denke, der steht da an, wo der Echo ist. Ich glaube, ich habe eine andere Idee. Nehmen wir einfach die Nico raus, vielleicht macht das mehr. Aber die war letzten Fight schon extrem problematisch, weil mein Olaf dann einfach stuck ist. Ah, witzigerweise mein Olaf trotzdem stuck, ne? Oder auch ganz nicht witzigerweise. Nein, mein Tarn kriegt die Sona nicht gekillt. Und dann kommt die nächste Karte so nicht mehr durch. Und mein Tarn gibt quasi einfach der Sona unendlich Mana. Wir haben einen ganz guten AP-Puffer, aber das ist natürlich trotzdem jetzt sehr schwer. Tja. Ich meine, nimmt hier einen 6, damit man einfach einen guten Ad hat. Okay. Probieren wir es mal so. Olaf hat jetzt sehr früh Akku von Vigo, aber das sollte er eigentlich abkönnen. Jo. Nice. Ja, ich denke, wenn ich früher Olaf an den Rand gestellt hätte, wäre es besser gewesen. For sure. Ja, man muss hier auf jeden Fall 9 gehen aus meinem Spot heraus. Und dann ist auf einmal 5 Pentakill halt wieder eine Option, ne? Weil da kann ich auch Set für Illaoi droppen und habe trotzdem Mosha über nah für meinen Yorick. Oder ich spiele halt Vigo und Kane. Würde auch gehen. Oh, er hat ein bisschen gepennt. Ihm hat er die ganze Zeit Riven sehr gut umgestellt. Diesmal hat er ja nicht ganz im Kopf, dass er jetzt gegen mich fighten muss. Das verschafft mir einfach ein bisschen Zeit. Aber es ist schon. Also, Yone Tooster, ne? Also.
Junge, Junge. Boah. Hi. Junge, Junge, Mause. Hast du mich erschreckt? Hi. Ja, schön, dass du da bist. Jo. Hm? Ich glaube, hier möchte jemand ausgezogen werden. Geh mal zur Chemie. Das ist die falsche Richtung. Ich jetzt immer so einen Pulli an, weil es draußen so kalt ist. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob es reichen wird, um zu gewinnen. Mein Gefühl ist nein, einfach weil der E8-Bit hat so und halt nur noch stärker wird. Ich das natürlich nicht von mir behaupten kann. Ist es ein Giant Slayer? Okay, es ist ein Giant Slayer. Ja, komm. Machen wir aber jetzt, damit wir Top 2 securen vielleicht. Nicht schön, aber selten. Loi. Meine Case stand echt bad, aber witzigerweise ist dadurch mein Vigo in die Backline. Jetzt zusammen mit Kartis sogar halbwegs bedrohen darf. Aber jetzt steht mein Olaf wieder mittig, ne? Ich scheine nicht zu lernen. Also wenn mein Olaf da gestanden hätte, wo mein Vigo stand, wäre ihm das hier ganz schön um die Ohren geflogen, das Game. It's my bad. It's my bad. Aber sieht eigentlich gar nicht so bad aus dadurch jetzt, ne? Oh mein Gott. Ja, meins. Ja, ich bin halt leider auch nur so mit Bruisern in den Fights. Also die Gegner haben nur Bruiser. Und das macht es sehr unangenehm für mich. Vielleicht braucht man einfach Kartus 3, um ja falls am Ende dann zu gewinnen. Natürlich klar, dass er umstellt, aber ich kann ja auch nicht ahnen, wohin. Und den Yodo hochzuwerfen ist auch fast genauso gut, würde ich sagen. Ja, keine Chance leider. Ja, ich denke, ich hätte hier mit ein bisschen mehr HP reinkommen können, wenn mein, wenn ich meinen Kartus Tooster früher gehittet hätte. Und dann ist es natürlich auch okay, dass am Ende ein Olaf halt nicht das Stärkste auf der Welt ist. Ne? Der hat Yorick 2, Kane 2, der sollte stärker sein als ich. Und der hat halt einfach Riven 3 mit 4 8-Bit. Was dann auch einfach gut scaled, ne? Das muss man anerkennen. Aber es ist trotzdem eine schöne Runde. Wenn ihr sie geschaut habt, dann schaut doch super gerne auch auf Twitch vorbei. Würde mich wahnsinnig freuen. Bin aktuell, wie gesagt, in meinem 24-Stunden-Stream. Kommt doch gerne vorbei, schaut vorbei. Peace. Euer Johnny.